Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 39, Antrag der Landesregierung betreffend dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hessen 2000. Hier bedarf es später der Zustimmung durch den Hessischen Landtag. Das ist die Drucksache 19/6158 neu. Die vereinbarte Redezeit beträgt dann 5 Minuten. Jetzt spricht die Landesregierung, der Staatsminister Al-Wazir. Bitte schön, Herr Staatsminister. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit der Änderung des Landesentwicklungsplans gehen wir wichtige Zukunftsthemen an, mit dem Ziel, Hessen noch lebenswerter zu machen. Der aktuelle Landesentwicklungsplan, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist größtenteils 18 Jahre alt. Jetzt denken wir einmal 18 Jahre zurück, besonders Sie, Herr Kollege Merz. Also, wenn ich 18 Jahre zurückdenke, dann fällt mir auf, ich war damals 29 Jahre alt und Erich Ribbeck war Fußballnationaltrainer. Wir stellen fest, es hat sich seither ziemlich viel getan, meine sehr verehrten Damen und Herren, und das gilt auch für die Herausforderungen der Landesentwicklung. Das Mobilitätsverhalten, die Bevölkerungsbewegungen haben sich verändert. Der Ausbau der erneuerbaren Energien und der Stromnetze erfordert einheitliche Regelungen. Der Ausbau der Breitbandversorgung, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird immer wichtiger. Die neuen Regelungen im Landesentwicklungsplan bilden dazu den rechtlichen Rahmen. Auf Grundlage dieser Pläne werden dann z.B. Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete ausgewiesen oder beispielsweise über die Trassen von neuen Stromleitungen entschieden. Ich will einige Punkte besonders herausheben. Erster Punkt: Wohnraum schaffen. In wenig genutzten Vorranggebieten Industrie und Gewerbe soll es in Zukunft deutlich einfacher werden, neuen Wohnraum zu schaffen. Bislang waren dafür in der Regel aufwendige, häufig langwierige Verfahren notwendig. Dies soll in Zukunft in Städten und Gemeinden mit Wohnungsnot deutlich einfacher und schneller gehen, und zwar ohne, dass damit der Betrieb von Unternehmen und bestehenden Gewerbegebieten eingeschränkt wird. Zweiter Punkt, Stichwort Breitbandausbau. Schnelle Internetverbindungen sind für viele Menschen und Unternehmen heute genauso wichtig wie eine gute Verkehrsanbindung. Ich darf einmal daran erinnern, zum Zeitpunkt des letzten Landesentwicklungsplans gab es ebenfalls ein Projekt Schulen ans Netz der Deutschen Telekom. Die hatten damals zum Ziel 1 Mbit die Sekunde, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, Sie sehen, es hat sich einiges seit dieser Zeit verändert. Wenn wir jetzt den Breitbandausbau erstmals in den Landesentwicklungsplan aufnehmen, werden diese Infrastruktur Maßnahmen gestärkt. Wir streben eine landesweit flächendeckende Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen an, haben das im LEP festgehalten. Und das heißt, bei allen Planungsvorhaben muss der Breitbandausbau in der Abwägung berücksichtigt werden. Wir wollen den Flächenverbrauch begrenzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jeden Tag verschwinden in Hessen etwa 3 Hektar unbebaute Fläche, weil neue Gewerbe- oder Wohngebiete ausgewiesen werden oder Straßen und andere Infrastruktur gebaut bzw. ausgebaut wird. Wir wollen diesen Flächenverbrauch reduzieren auf 2,5 Hektar pro Tag. Natürlich gibt es an dieser Stelle auch Nutzungskonflikte. Das ist völlig selbstredend. Deswegen haben wir an dieser Stelle auch gesagt, wie wir uns vorstellen, dass dieses Flächensparziel erreicht werden kann. Wir haben den Vorrang der Innen- vor der Außenentwicklung bekräftigt. Kommunen müssen zudem stärker als bisher ihren Flächenbedarf nachweisen, wenn sie neue Baugebiete auf der grünen Wiese ausweisen wollen. Das ist nicht unmöglich in Zukunft, aber der Nachweis muss geführt werden, dass Innenentwicklung nicht mehr möglich ist. Wir wollen auch den Schutz von Natur und Landschaft stärken. Da will ich drei Beispiele nennen. Das erste ist der Bannwaldschutz. Hessen zählt zu den waldreichsten Ländern der Republik. Ein kleiner Teil davon, der sogenannte Bannwald, hat dabei eine besondere Bedeutung für Luftqualität als Naherholungsgebiet oder für den Lärmschutz. Deshalb wird der Wald gegenüber Rohstoffabbauvorhaben in diesen sensiblen Gebieten stärker als bislang geschützt. Ich kann mich erinnern, in der letzten Legislaturperiode haben wir viel über Fracking geredet hier in diesem Haus. Wir haben das Fracking-Verbot jetzt
festgeschrieben, um klarzumachen, dass aus unserer Sicht die Risiken für Grund und Boden und unser Grundwasser eindeutig zu groß sind und dass wir das deshalb in Hessen kategorisch ausschließen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir stärken den Grundwasserschutz, indem wir Vorranggebiete für den Grundwasserschutz als neue Gebietskategorie in den Regionalplänen einführen. Das ist ein zusätzlicher Schutz des Grundwassers, den es in dieser Form bisher nicht gab. Die Vorranggebiete umfassen die sogenannten Trinkwasserschutzzonen 1 und 2, also die Zone direkt um den Brunnen und das darum liegende engere Schutzgebiet. Wir haben die Trinkwasserschutzgebiete der Zone 3 bewusst nicht als Vorranggebiete festgelegt, aber nicht wie von der FDP in einer üblichen Verschwörungstheorie unterstellt, um zusätzliche Flächen für die Windenergienutzung zu sichern, sondern um die Entwicklungsspielräume der Kommunen nicht zu stark einzuschränken. In Vorranggebieten für den Grundwasserschutz wäre eine Siedlungsentwicklung nicht mehr möglich. Bei den zum Teil sehr, sehr großflächigen Trinkwasserschutzgebieten der Zone 3 wäre dann in weiten Teilen des Landes eine Siedlungsentwicklung nicht mehr gegeben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ja, wir wollen die Windenergie weiter ausbauen. Und es stimmt, wir sind in den letzten 4 Jahren dort deutlich vorangekommen. Wir nutzen jetzt den Landesentwicklungsplan, um einige strittige Fragen klarzustellen, die in der Vergangenheit bei der Abwägung kontrovers diskutiert wurden. Und wir legen landesweit einheitliche Abstandsregeln für Höchstspannungsfreileitungen fest, die in einer neuen Trasse geplant werden. Das ist eine langjährige Forderung von vielen, unter anderem auch der SPD-Landtagsfraktion. Ich hoffe, Sie unterstützen mich dann, wenn SPD-Oberbürgermeister etwas anderes fordern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Letzter Punkt, den ich ansprechen will, Fluglärmbelastung. Wir definieren eine Obergrenze für die erheblich von Fluglärm betroffenen Flächen, stellen sicher, dass die Belastungen durch Fluglärm in der Region minimiert werden. Die neue Regelung sieht vor, dass sich der Flughafen weiterentwickeln und zugleich die Lärmbelastung in der Region nicht immer weiter wachsen kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein großes Werk, was wir hier haben. Aber es gibt einen Punkt, ein großes Werk, Herr Kollege Merz. Ich hoffe, Sie haben alle diese Seiten gelesen. Aber es gibt einen Punkt, ein Punkt, der dazu führt, dass es nicht der neue Landesentwicklungsplan 2030 ist, sondern die dritte Änderung des LEP 2000. Es gibt einen Punkt, der fehlt, nämlich die Frage der Neuregelung der Zentralörtlichkeit und der Raumstruktur, also die Frage, wer wird Oberzentrum, Mittelzentrum, Grundzentrum, bzw. wer ist Ballungsraum, Verdichtungsraum, ländlicher Raum. Sie wissen, das ist gerade durch die Verknüpfung mit dem kommunalen Finanzausgleich von noch größerer Bedeutung, als es früher war. Wir haben an dieser Stelle eine Expertenkommission einberufen, die sich auch schon konstituiert hat. Der Vorsitzende dieser Expertenkommission ist Prof. Postlepp, der ehemalige Präsident der Uni in Kassel, der ja auch im Thema sehr gut drin ist, sozusagen als Präsident der Akademie für Raumforschung. Wir haben noch andere Mitglieder, unter anderem Lars Wittek, den ehemaligen Regierungspräsident von Gießen, Bertram Hilgen, den ehemaligen Oberbürgermeister von Kassel, Jens Scheller, den ehemaligen Beigeordneten des Regionalverbands Frankfurt-Rhein-Main, und Wolfram Dette, den Ex-OB von Wetzlar. Das Finanzministerium arbeitet mit, die kommunalen Spitzenverbände werden einberufen. Ich bin sicher, dass wir dann in ungefähr einem Jahr einen sehr guten Vorschlag auf den Tisch haben, mit dem wir uns dann in der neuen Legislaturperiode beschäftigen werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Letzter Punkt, letzter Satz. Die dritte Änderung des Landesentwicklungsplans ist das Ergebnis eines sehr intensiven Abstimmungs- und Abwägungsprozesses. Über 600 Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange, Verbänden und Unternehmen sind eingegangen. Auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger haben Anregungen, Bedenken und Zuspruch vorgetragen. Es ist am Ende ein gutes Werk, und ich würde mich freuen, wenn der Landtag dem zustimmt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Die nächste Wortmeldung kommt vom Kollegen Eckert von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Was sich trocken und sperrig anhört mit der dritten Verordnung über die Änderung des Landesentwicklungsplans Hessen 2000, stellt sich bei näherer Betrachtung
als spannende und aufschlussreiche Lektüre dar, wie sich die Landesregierung das Hessen von morgen vorstellt und welche Weichenstellungen hierfür notwendig sind. Soweit, meine Damen und Herren, zumindest die Theorie, was man zu erwarten könnte, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen. Aber die schwarz-grüne Realität 2018 sieht jedoch anders aus. Der Entwurf ist ein Entwurf der verpassten Chancen. Man drückt sich um wichtige Fragestellungen hinsichtlich der unterschiedlichen Entwicklungen in Stadt und Land. Man versäumt Antworten auf die wirklichen Herausforderungen für die Mobilität von morgen und beharrt an überkommenen und veralteten Planungsstrukturen. Meine Damen und Herren, so gestaltet man nicht das Hessen von morgen. Und, Herr Minister, auch nach Ihren Ausführungen bleibe ich dabei. Es hätte einer grundsätzlichen Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans bedurft, statt an der bloßen Veränderung des bestehenden Plans zu arbeiten. Das Planungsprinzip der zentralen Orte gehört unserer Meinung nach grundlegend auf den Prüfstand, und es bedarf durch die Ablösung durch sozialräumliche Ansätze der regionalen Entwicklung, die die Bereitstellung grundlegender Infrastruktur in der Fläche beantwortet, aus dem Blick des Jahres 2018 in die Zukunft. Das wäre eine Chance gewesen. Aber auch die haben Sie, meine Damen und Herren der Landesregierung, wieder einmal liegen gelassen. Und da helfen, Herr Minister, auch keine Planungsgruppen und Diskussionsansätze, so wie Sie sie jetzt auch eben beschrieben haben. Denn Sie regieren seit 3,5 Jahren, und jetzt kommen Sie mit solchen Ideen, mit solchen Projektgruppen um die Ecke. Sie regieren seit 3,5 Jahren und dieser, oder 4,5 Jahren, und dieser Bereich entsprechend nun schon bald 19 Jahre. Meine Damen und Herren, wer glaubt, dass Sie tatsächlich auf diese Fragen für die Zukunft Antworten liefern können, da kommen Sie ein bisschen spät um die Ecke. Das glaubt Ihnen niemand, dass Sie das ernsthaft wirklich machen werden. Allenfalls kann der Plan ein weiterer Beitrag zur Debatte sein, wie wir in Hessen die Fragen von Infrastrukturentwicklung und Mobilität von morgen angehen könnten. Aber wenn wir uns beispielsweise den Bereich des ÖPNVs anschauen, dann verweisen Sie weitestgehend auf die Regionalpläne. Sie verzichten auf das Thema der Elektrifizierung gänzlich und geben keine Antworten auf die Fragen zum Thema Nahmobilität. Bei dem vom Minister wenig geschätzten Thema der Straßen beschreiben Sie lediglich die vordringlichen Bedarfe aus dem Bundesverkehrswegeplan, natürlich ohne die Auflistung von notwendigen neuen Ortsumgehungen, meine Damen und Herren. Die Sicherung der Mobilität im ländlichen Raum erfolgt im vorgelegten Entwurf mit traditionellen Vorstellungen, obwohl die Grenzen und die beschränkten Wirkungen dieser Instrumente bereits bekannt sind. Es müssten grundlegende, bereits jetzt erkennbare Innovationen zur Sicherung der Mobilität aufgenommen werden. Dazu müsste an die Tatsache angeknüpft werden, dass ein Großteil der Mobilität im ländlichen Raum durch die Nutzung des Pkw erfolgt. Die geteilte Nutzung des im Idealfall emissionsfreien, hochautomatisierten Pkw und die Verknüpfung und Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern des Umweltverbundes ist die Zukunft für die Sicherung der Mobilität im ländlichen Raum, meine Damen und Herren, aber hierbei Fehlanzeige im Entwurf. Zum Thema Luftverkehr kann man es kurz und prägnant für den vorgelegten Plan machen. Die Bedeutung des Frankfurter Flughafens als Drehscheibe für den internationalen Luftverkehr wird landesplanerisch gesichert. Das ist gut und richtig. Die Fluglärmbekämpfung beschränkt sich auf das bloße Nachvollziehen einer freiwilligen Vereinbarung mit der Luftverkehrswirtschaft und ist ohne jede Ambition, meine Damen und Herren. Über den Landesentwicklungsplan gibt es keine Impulse mehr, über Routineaufgaben hinaus etwas für den Lärmschutz der Bürger zu tun. Und damit greifen wir auch schon beim nächsten Thema ein, in das Thema der Siedlungsentwicklung, die Reduzierung der Siedlungsbeschränkungsgebiete in diesem Zusammenhang in Rhein-Main, die für die Siedlungsentwicklung der Kommunen um den Flughafen herum sehr wichtig und möglich wäre, diese einzuschränken, wird im Entwurf ausgespart. Wir haben gerade im Ballungsgebiet Rhein-Main einen riesigen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum, und diese Landesregierung bietet eins ums andere Mal keine Antworten, wie wir dies mit unseren Möglichkeiten des Landes befriedigen wollen. Die kategorische
Orientierung ausschließlich auf der innerörtlichen Siedlungsentwicklung in ihrer Absolutheit ist ein Fehler. Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Ich höre Ihre Worte bei dem Thema Straßen, Herr Minister. Sanierung vor Neubau. Am Ende bedeutet das in Hessen realpolitisch, dass es überhaupt keinen Neubau gibt. Und wenn wir dies jetzt im Grundsatz beschreiben für die Siedlungsentwicklung, glaube ich, dass Sie auch keine Außenentwicklung mehr nachher wollen, meine Damen und Herren. Da sei an den neuen Frankfurter Stadtteil schon einmal erinnert mit seinen Flächenverbrauchen, die wir brauchen, die notwendig Herr Kollege, sind. All diese Fragen, zum Ende Frau Präsidentin, Digitalisierung, viele Beispiele haben Sie liegen gelassen. Wir merken, dieser Entwurf ist ein Entwurf der verpassten Chancen. Deswegen bleiben große Aufgaben vor uns, und wir freuen uns auf weitere Diskussionen. Danke, Herr Kollege Eckert. Für die FDP-Fraktion spricht nun Kollege Lenders. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Kollege hat es ja gerade schon gesagt, der Landesentwicklungsplan sollte die Leitplanke für die Entwicklung des Landes Hessen sein. Dabei geht es vor allem um die Nutzung von Räumen und Flächen. Mit dem von der Landesregierung vorgelegten Entwurf, die Fortschreibung des Landesentwicklungsplans, ich würde nicht so weit gehen, Herr Kollege Eckert, dass ich sage, wir müssen jetzt hier alles quasi vom Kopf auf die Füße stellen. Aber es bleibt doch zumindest dieser Entwurf den selbst gesteckten Zielen, die die Landesregierung sich ja selber gegeben hat, doch in vielen Teilen zoll. Das ist zum Teil die Frage Wohnungsbau, das ist die Frage ländlicher Raum. Zentrale Entwicklungsfragen, vor allem die Zukunft des ländlichen Raums, werden zwar aufgerufen, aber es werden keine konkreten Lösungsvorschläge unterbreitet. Wir haben uns, meine Damen und Herren, wir haben uns die Stellungnahme des Hessischen Städte- und Gemeindebundes genau angeschaut. Wir müssen feststellen, dass die vom Hessischen Städte- und Gemeindebund und zahlreicher Städten und Gemeinden vorgetragenen Kritikpunkte sehr berechtigt sind. Die kommunale Familie kritisiert handwerkliche Fehler, weil an vielen Stellen unklar bleibt, ob der Landesentwicklungsplan Themen zusätzlich regeln will oder nur europa- und bundesrechtliche Vorgaben wiederholt. Wenn das so ist, dann wären die Vorschriften allerdings überflüssig. Sinn und Zweck des Landesentwicklungsplans ist es ja gerade, die rechtlichen Vorgaben aus Europa und vom Bund auf Hessen bezogen zu konkretisieren. Das passiert aber oftmals nicht. Wichtiger aber als die inhaltliche Kritik. Sie haben es gesagt, dass die Frage zentrale Ortesystem auch noch anhängig ist zu dem kommunalen Finanzausgleich. Was Sie aber damit, ich sag mal, vor die Klammer hätten ziehen können, ist, wenn Sie die Frage ländlicher Raum wirklich ernst nehmen, welche Funktionen wollen Sie zukünftig Unterzentren, Oberzentren, Mittelzentren denn zuweisen? Dazu brauchen Sie den kommunalen Finanzausgleich erst einmal nicht. Denn Sie haben ja bei der Frage, wenn wir das System so beibehalten, heute eine Situation, dass wir die Verkehrsinfrastruktur ausbauen. Sie haben selber den Zeitraum genannt. Dann haben wir Gemeinden, nehmen Sie einmal an der A66, Fulda-Frankfurt entlang dieser Strecke oder bei der Neubau der A49, Schwalmstadt. Also wir reden jetzt hier wirklich von Gemeinden, die klassisch im ländlichen Raum sind. Sie kriegen neue Infrastruktur, und trotzdem verweigern Sie diesen Gemeinden Zukunftsperspektive. Wir haben diese Infrastruktur doch nicht aus DAFTA ausgebaut, sondern wenn, müssen doch diese Gemeinden dann auch die Chance haben, auch Gewerbegebiete auszuweisen, um diese Infrastrukturen zu nutzen. Sie können doch diesen Gemeinden im ländlichen Raum nicht die Zukunftsperspektive verbauen. Meine Damen und Herren, das ist mit Sicherheit keine einfache Diskussion, weil natürlich es dann nicht gleichzeitig zu einem Wildwuchs kommen kann,
dass wir sozusagen in jeder Gemeinde jetzt alles zulassen. Das will ja auch keiner. Aber diese Diskussion führen Sie nicht. Deswegen bin ich gespannt, wie wir in einer Anhörung denn überhaupt zu diesem Thema denn auch mal die Gemeinden hören, dass wir dann vielleicht auch mal verstehen, dass nach 18 Jahren auch in der Frage ländlicher Raum versus Ballungsraum klar gemacht werden muss, wenn die Probleme, die der Ballungsraum hat, was Verkehrsprobleme anbelangt, was die Wohnungsnot anbelangt, und wenn es richtig ist, dass wir das nur mit dem ländlichen Raum gemeinsam lösen können, dann hätten Sie jetzt im Landesentwicklungsplan die echte Chance dazu, und bis hin haben Sie das vertan. Meine Damen und Herren, es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Warum wir aber überhaupt die Frage diskutieren können, wie sieht der Landesentwicklungsplan aus? Da muss man eins sagen, was in Ihrer Rede gefehlt hat, ist die Frage, wie gehen Sie eigentlich mit dem Frankfurter Flughafen um? Und es ist eine Initiative des damaligen Wirtschaftsministers Dieter Posch gewesen, zu sagen, wir bringen den Landesentwicklungsplan hier zur Diskussion. Wir können hier sozusagen keinen direkten Einfluss nehmen als Plenum, weil es ein Exekutivrecht der Landesregierung ist. Aber wenn Sie das zentrale Thema Flughafen hier aussparen und aber gleichzeitig einen Lärmdeckel in den Landesentwicklungsplan hineingeschrieben haben, dann müssen wir doch darüber mal diskutieren dürfen. Was ist denn mit den Siedlungsbeschränkungsgebieten am Frankfurter Flughafen? Wenn Sie mit Ihren Vorgaben jetzt dazu kommen, dass die Siedlungsbeschränkungsgebiete kleiner werden können, weil sie von anderen Voraussetzungen ausgehen, weil Sie sagen, die Lärmbelastungen werden nicht mehr so hoch, kann es dazu führen, dass Sie die anliegenden Gemeinden dazu ermuntern, ihre Wohnbaugebiete näher an den Flughafen. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Das ist gut. Ich weiß, wie lange der Staatsminister hier geredet hat, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren, dann kann es dazu führen, dass Sie eben in der Frage Siedlungsbeschränkungsgebiete die Gemeinden ermuntern, näher an den Flughafen heranzurücken. Und meine Damen und Herren, Herr Kollege, das Satz, gibt bitte. Einen Zielkonflikt für die Zukunft, was ich wirklich dann als Problem ansehen werde. Wir werden uns mit Sicherheit in der Anhörung da ausgiebig mit beschäftigen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN spricht nun Kollege Kaufmann. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Also irgendwie habe ich ein bisschen Probleme mit meinen beiden Vorrednern, weil beide haben nicht über das geredet, was Inhalt der Vorlage ist, sondern das, was sie glaubten, daraus ableiten zu können. Meine Damen und Herren, wir reden über den Landesentwicklungsplan. Der Landesentwicklungsplan ist im Rahmen der planungsrechtlichen Vorgaben, die ausgehen vom Raumordnungsgesetz des Bundes, eine der Planungsstufen. Und es ist diejenige Planungsstufe, die für das Land zusammenfasst. Und die wichtigen Planungsstufen, die danach kommen, sind insbesondere die Regionalplanung und dann die kommunale Planung, bestehend aus den zwei Stufen Flächennutzungsplanung bis hin dann zur Bebauungsplanung, die vor Ort stattfindet. Und wenn wir jetzt an verschiedenen Stellen sowohl vom Kollegen Eckert als auch vom Kollegen Lenders zur Überraschung hören, dass das Land zu wenig gestalterischen Impetus in diese Planung hineingelegt hat, dann wundert mich das, weil es in diametralem Gegensatz zu dem steht, was Sie sonst hier immer erklären, nämlich die Wahrung der kommunalen Planungshoheit. Deswegen kann ein Landesentwicklungsplan auch nur Rahmenvorgaben machen und an bestimmten Punkten die Entwicklungsrichtung, die das Land nehmen will, dann auch beschreiben. Und genau das tut dieser Landesentwicklungsplan. Und ich finde auch an wichtigen Punkten, die der Minister ja auch genannt hat, sehr gut. Der Landesentwicklungsplan erleichtert die Schaffung von Wohnraum, ohne eine Zersiedlung der Landschaft weiterhin zu betreiben. Er begrenzt damit zugleich den Flächenverbrauch. Sie werden sich erinnern,
es wurde genannt. Er sichert die Abstände zu Stromleitungen, was hier immer und immer wieder gefordert wurde. Und er sorgt für eine Begrenzung des Fluglärms, ja nicht nur für die Begrenzung, sondern, was noch wichtiger ist, erstmals zu einer, über die Lärmobergrenzen, die wir hier auch schon diskutiert haben, zu einer Verbindung zwischen dem Interesse der Luftverkehrswirtschaft, Flugverkehr zu vermehren, und dem Interesse der Anwohnerinnen und Anwohner, nämlich das nur zuzulassen, wenn es dabei nicht lauter wird. Das heißt erstmals die Kombination von der weiteren Entwicklung mit auch der Lärmdrosselung. Und genau das ist ein ganz wesentlicher Fortschritt. Meine Damen und Herren, deswegen verstehe ich nicht ganz, worauf Sie hinaus wollen. Und am allerwenigsten habe ich den Kollegen Eckert verstanden, der ja hier eine Litanei vorgebetet hat, was angeblich alles versäumt worden sei. Dann kann ich nur sagen, Sie wollen auftreten mit einem Wahlslogan, der lautet Zukunft jetzt machen, sagen aber zugleich zu dem Landesentwicklungsplan, der exakt das angibt, was die Regierungskoalition jetzt machen und welche Grundlagen sie dafür schaffen will, da polemisieren Sie dagegen. Dann habe ich gedacht, na ja, wenn er das so kritisiert, dann wird die SPD ja wahrscheinlich eigene Vorstellungen haben. Also, wir gucken doch mal nach. Wir gucken nach in den Beschluss, womit der berühmt-berüchtigte rote Hessenplan, der neue große, angekündigt ist. Da steht schon mal nichts. Und dann habe ich gedacht, na ja, die arbeiten ja weiter. Jetzt gibt es ja auch einen Entwurf für das Landtagswahlprogramm bei der SPD, den man nachlesen kann. Meine Damen und Herren, nehmen Sie zur Kenntnis, dass alles das, was der Kollege Eckert als unbedingt notwendig und hier erzählt hat, Stichwort zentrale Orteprinzip und so weiter, in dem Wahlprogrammentwurf der SPD mit keiner Silbe genannt wird. Da kann man sich doch dann nur die Frage stellen, was wollen Sie eigentlich? Wollen Sie Zukunft jetzt machen, oder wollen Sie ausschließlich nach hinten schauen und sagen, wie schön war es doch damals? Wir haben eher den Eindruck, dass Letzteres der Fall ist. Zumindest ist das Ihr Umgang mit dem mit der Landesentwicklungsplansvorlage, wie wir sie hier haben. Meine Damen und Herren, wir reden ja alle so viel zurzeit über den Begriff Heimat. Wir haben jetzt einen Bundesminister mit Heimatmuseum, wie wir wissen. Wir haben auch an anderen Stellen sozusagen das Thema Heimat. Lachen Sie nicht zu früh. Das, was der Landesentwicklungsplan an Rahmenbedingungen gibt, ist genau die Perspektive, wie wir auch aus grüner Sicht, aus Sicht der Koalition, unsere Heimat, nämlich unser Land, weiterentwickelt sehen wollen. Und dazu gehören in der Tat die Punkte, die z.B. auch der Kollege Lenders durchaus kritisch angemerkt hat. Ja, wir wollen nicht, dass der Fluglärm beliebig wächst. Ja, wir wollen nicht, dass Stromleitungen überall durch Siedlungsgebiete gehen und so weiter. Die Punkte sind genannt worden. Genau das ist nämlich ein Wohlverstand, eine richtige Art und Weise, sozusagen sich um die Heimat zu kümmern, indem er die Perspektiven in einen Plan hineinschreibt, diesen zur Diskussion stellt und dann genau danach handelt und nicht erklärt, Zukunft jetzt machen, aber nicht wissen, was man tut. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann. Für die CDU-Fraktion spricht nun Kollege Kasseckert. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will in fünf Minuten überhaupt nicht der Versuchung erlegen, den gesamten Landesentwicklungsplan zu kommentieren. Wir haben noch Gelegenheit, das wäre ein schönes Geburtstagsgeschenk, wir haben noch Gelegenheit, an vielen Stellen darüber intensiv zu diskutieren. Wir werden auch die Anhörung führen und auch wahrscheinlich hier am Schluss eine heftige und muntere Debatte führen. Was ich aber vorwegschicken will, ist, dass dieser Landesentwicklungsplan, ich glaube, Herr Kaufmann hat es gerade angesprochen, sozusagen in einem dreistufigen System die Ebene des Landes ist, als Leitplanken. Und das ist ein guter Begriff dafür, um den nachfolgenden Ebenen, nämlich im Wesentlichen der Regionalversammlung, Leitplanken zu setzen für die kommunale Entwicklung, für die regionale und kommunale Entwicklung. Wir haben die Besonderheit, auch das haben wir heute Morgen besprochen, im Ballungsraum Frankfurt-Rhein-Main mit dem regionalen Flächennutzungsplan. Aber das ist eine Besonderheit, die zunächst einmal vielleicht zu vernachlässigen ist. Entscheidend aber ist, und das muss man wissen, auch in der Diskussion, dass den Regionalversammlungen in dem ganzen dreistufigen System eigentlich die größte Verantwortung und auch die größte Möglichkeit der Gestaltung für die kommunale Ebene zufällt. Das war so, und es bleibt auch in dem neuen Plan so. Und deshalb ist es für mich nicht nachvollziehbar, wenn Sie, ich glaube, Herr Lenders, haben es angesprochen, dass wir
ländliche Räume von der Entwicklung abhängen, dass die Sorge bestehen muss, dass in den ländlichen Räumen weniger Wohnen oder weniger Gewerbe entstehen soll. Das ist nirgends in diesem Plan dargelegt. Das ist nirgends in dem. Herr Lenders, lassen Sie mich. Ja, ich habe das selbst auch gelesen. Aber das, was ich gelesen habe, ist nicht aus dem Plan herauszuarbeiten. Ganz im Gegenteil. In dem Plan ist an mehreren Stellen darauf hingewiesen, dass wir in allen Landesteilen gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen wollen. Und wenn Sie genau in die Zielsetzung des ersten Kapitels sehen, dann werden Sie sehen, in den Grundsätzen, dass wir Wohnen und Gewerbe nicht nur im Ballungsraum, sondern auch in den ländlichen Räumen zulassen wollen. Wir haben in dem, glaube ich, vergangenen Plenum ja auch die Stärkung des ländlichen Raums diskutiert und haben darüber diskutiert, dass wir möglicherweise versuchen wollen, auch staatliche Institutionen rauszubringen auf die Fläche, um den Wohnungsdruck und auch den Verkehrs- und Mobilitätsdruck im Ballungsraum zu entzerren. Und logischerweise muss dann auch im ländlichen Raum Wohnen und Arbeiten zulässig sein. Das schaffen wir mit Infrastruktur wie die Breitbandversorgung. Deshalb ist es richtig, dieses im Plan aufzunehmen. Aber das schaffen wir eben auch, indem wir den Regionalversammlungen, die es besser wissen als im Landesentwicklungsplan, weil sie näher dran sind, das Instrument in die Hand geben, Wohnen und Gewerbeflächen dort auszuweisen. Wir haben festgelegt, dass mit den 2,5 Hektar, die ja noch aus einer Zeit stammen, wo CDU und FDP Verantwortung getragen haben, mit den 2,5 Hektar pro Tag eine Nachhaltigkeitsschwelle in diesem Landesentwicklungsplan aufgenommen wird. Ich glaube, wir müssen nicht befürchten, dass das limitierend wirkt. Auch wenn wir momentan einen starken Siedlungsdruck haben, haben wir in etwa 2,7 Hektar, die momentan pro Tag entwickelt werden. Also hier ist nicht zu befürchten, dass es ein Stocken gibt, ein Zurückrudern der kommunalen Entwicklung. Ganz im Gegenteil, auf die lange Sicht, glaube ich, der nächsten 10 Jahre hat der Landesentwicklungsplan ausreichend Gelegenheit zum Atmen. Und ich will einen letzten Punkt ansprechen. Wir werden intensiv auf der Ebene der Regionalversammlung über den agrarischen Vorzugsraum reden müssen, über die Klimazonen, die neu in diesem Plan sind, aber auch über den Biotopschutz. Aber auch hier will ich gleich der Diskussion vorweggreifen. Wir schreiben das nicht fest, sondern wir übernehmen bisherige Regelungen, die als Landesgesetzgeber für die Regionalversammlungen als Vorgabe gelten, in den Regionalplänen berücksichtigt zu werden. Aber die Regionalversammlungen wiederum sind diejenigen, die vor Ort festlegen, was ist ein Vorrang und was ist ein Vorbehaltsgebiet. Und erst daraus ergibt sich für die kommunale Entwicklung eine mehr oder weniger limitierende Bedeutung. An dem Beispiel Frankfurt, glaube ich, wird das sehr gut deutlich. Dort diskutieren wir, glaube ich, über 500 Hektar Fläche. Frankfurt hat sich in seiner Stellungnahme massiv aufgeregt. Aber wenn man einen Blick in den geltenden Regionalplan wirft, sieht man, dass schon heute dort ein Vorranggebiet ist. Auch dieses Vorranggebiet ist am Ende nicht das K.O.-Kriterium für diese Fläche. Ganz im Gegenteil. Frankfurt muss im Kontext mit der Region, in der Kommunikation mit der Region am Ende Mehrheiten dafür finden, dass wir von diesem Vorranggebiet eine Ausnahme entscheiden. Und das macht nicht der Landesentwicklungsplan, das macht nicht die Landesregierung, das macht die Regionalversammlung. Und deshalb, glaube ich, ist mit der Vorlage des Landesentwicklungsplans eine gute Grundlage geschaffen, dass weiterhin Wachstum möglich ist in allen Landesteilen. Und wir an der Stelle aber auch deutlich machen wollen, dass den Regionalversammlungen und dem Regionalverband an der Stelle die größte Verantwortung, aber auch die größte Chance zur Gestaltung der Zukunft zufällt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kasseckert. Für die Fraktion DIE LINKE spricht nun Frau Kollegin Wissler. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Uns liegt heute die erste grundlegende Änderung des Landesentwicklungsplans Hessen aus dem Jahr 2000 vor, dessen Entwurf wir ja bereits seit einiger Zeit öffentlich diskutiert wird. Und darin finden sich eine Reihe sinnvoller Intentionen, von denen wir eben einige gehört haben. Ich will erwähnen die erleichterte Umwandlung von gewerblichem Raum in Wohnraum, die Planung von Neu- und Ausbauten im Schienenverkehr, auch im Güterverkehr, die höhere Priorität für den Ausbau schnellerer Internetzugänge
und das endgültige Verbot von Fracking, das auch schleunigst auf der Bundesebene ins Bergrecht übernommen werden sollte, um es auch wirklich unumkehrbar zu machen und um deutlich zu machen, dass Fracking nicht angewandt wird hier. In der Öffentlichkeit am meisten beachtet in der Diskussion wird ja die Frage um den Flächenverbrauch. Die lässt sich auch gut nachvollziehbar auf eine Zahl runterbrechen, 3 Hektar, die derzeit täglich unter Beton und Asphalt verschwinden sollen, sollen zu 2,5 Hektar am Tag werden. Langfristig bekennt sich auch die Landesregierung zum Ziel der Netto-Null-Versiegelung. Und dieses Ziel, will ich sagen, das teilen wir. Aber wir finden, dass wir schneller dorthin kommen müssten, meine Damen und Herren. Das heißt natürlich nicht, dass es z.B. keine neuen Wohngebiete geben kann. Die sind dringend notwendig, und natürlich brauchen wir die. Aber das heißt, dass dafür gegebenenfalls andere Flächen renaturiert werden müssen. Und das heißt, dass zuerst Konversionen und Umnutzungen in Betracht gezogen werden müssen, Gewerbeflächen, Brachen, Parkplätze und viele andere versiegelte Gelände bieten sich an, sie neu zu nutzen, statt wertvolle Natur- und Ackerflächen zu versiegeln. Es gibt Möglichkeiten, Flächen umzunutzen oder menschenfreundlich nachzuverdichten. Der neue Frankfurter Stadtteil, in dem Zusammenhang ja viel diskutiert wird, ist aus unserer Sicht grundsätzlich sinnvoll. Aber es ist auch nicht das einzige Werkzeug gegen den Wohnungsmangel im Rhein-Main-Gebiet. Es wird ja teilweise über nichts anderes diskutiert. Wir sollten auch über andere Fragen diskutieren. Dieser neue Stadtteil wird gebraucht, auch wenn es einige offene Fragen und Probleme gibt. Aber wir brauchen natürlich viel weitergehende Maßnahmen, um den Wohnungsmangel in der Rhein-Main, insbesondere in der Rhein-Main-Region, zu lindern, meine Damen und Herren. Und wenn das Ziel einer Netto-Null-Neuversiegelung das Bewusstsein für eine bewusste Flächennutzung stärken würde, führte das dann vielleicht auch zu einer dichteren Bebauung, wenn denn schon neue Flächen versiegelt werden. Auch da wurde in der Vergangenheit Potenzial verschenkt. Ein Problem bei der Schaffung von Wohnraum im Rhein-Main-Gebiet ist natürlich auch der Frankfurter Flughafen, der große Flächen verlärmt und quasi unbewohnbar macht. Ein Flughafen, der schon längst die Grenzen der Belastbarkeit überschritten hat. In den Landesentwicklungsplänen soll nun die Formulierung aufgenommen werden, den Stellenwert des Flughafens zu erhalten und seine Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Diese Formulierung hält die Tür natürlich sperrangelweit offen für einen weitergehenden Ausbau. Und was festgeschrieben wird, ist die Lärmobergrenze, die sogenannte. Das ist ein Placebo. Es ist eine Ausdehnung der stark von Lärm betroffenen Flächen, die diese Ausgrenzung wird begrenzt. Das heißt in der Praxis, es darf natürlich noch lauter werden als heute. Und Herr Kaufmann hat eben gesagt, wir wollen den Flugverkehr vermehren, ohne dass es lauter wird. Also, das eine hängt natürlich mit dem anderen zusammen. Also, man kann auch Grassamen aussäen und sich danach wundern, dass Gras wächst. Aber wenn man eben die Zahl der Flugbewegungen erhöht, dann ist es in der Natur der Sache, dass es dadurch lauter wird und eben nicht leiser, meine Damen und Herren. Und deshalb ist diese Formulierung im Landesentwicklungsplan eine, die uns Sorgen macht. Und dann nutzt es jetzt auch nur wenig, wenn der Bannwald jetzt aber doch endgültiger als schon immer geschützt werden soll. Das wird ja seit der Startbahn West erzählt. Immer wenn es notwendig ist und werden doch diese Grundsätze bei Bedarf immer beiseite gewischt, ob es um den Flughafenausbau geht oder um die Sehring. Immer dann war doch der Bannwald am Ende nicht viel wert. Jetzt gibt es noch eine ganze Menge andere Dinge zu sagen zum Landesentwicklungsplan, sicher im Bereich Verkehr, beim Thema Wohnen, ländlicher Raum, Digitalisierung. Das kann man alles in 5 Minuten nicht diskutieren. Es gibt zu Recht weiterhin Kritik an diesem Landesentwicklungsplan, an der Flughafenplanung, aber auch z.B. an dem unambitionierten Ziel für Flächenverbrauch. Und deshalb abschließend viele Ziele, die genannt wurden, die Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Letzter Satz, die teilen wir. Aber die konkreten Maßnahmen und Maßgaben bleiben leider zu oft im Wagen. Und deshalb ist die Frage, wie effektiv Änderungen sind. Aber das können wir ja dann auch in der Anhörung noch einmal vertieft diskutieren. Vielen Dank. Okay.
Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir überweisen den Antrag 19 6158 neu in den WVA.